Hallo Leute, ich habe das Monatsevent mal etwas genauer angeschaut, speziell die Kavalier-Schwierigkeitsgradstufe. Das sind ja klassenbezogen die Buffs und verschiedenen Knoten, die sie ja jetzt neu eingeführt haben. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine kleine Übersicht, welche Champions ich da am besten verwenden würde. Und ich finde, dass die da am besten funktionieren. Wenn ihr noch andere Champions findet, die auch ganz gut funktionieren, lasst es mich in den Kommentaren wissen und dann werde ich die Übersicht entsprechend erweitern. Starten wir gleich mal mit der Forschungsklasse. Bei der Forschungsklasse ist es so, dass der Gegner dich vergiftet jedes Mal, wenn du einen Treffer machst. Egal, ob du ihn jetzt wirklich triffst oder wenn du ihn in den Block schlägst. Für Forschungs-Champions ist der Giftschaden reduziert und wenn man parried oder ausweicht, also rechtzeitig ausweicht, dann werden die Gift-Buffs, Debuffs ausgelöscht und man bekommt einen passiven Wutausbruch. Für mich, ich finde zum Beispiel, Gladiator Hulk funktioniert da ganz gut, er ist giftimmun und bekommt dadurch die ganze Zeit eigentlich ganz schnell die Wutausbrüche. Was man aber beachten muss, ist, für den ganzen Forschungsknoten gilt auch, dass wenn der Gegner keinen nicht schädlichen Debuff hat, sei es Versteinern, auch das Stun zählt, all diese Debuffs, die verhindern, dass du einen Schwäche-Debuff bekommst und dadurch wird nämlich dein Angriff um 50% reduziert. Drum sage ich Gladiator Hulk, weil der kann mit seinen Spezialfähigkeiten Powerlock, also seine Kraftzuflussblockade und auch Stun auslösen und dadurch und auch Heilblockade und dadurch hat der Gegner einen passiven Debuff und man bekommt keinen reduzierten Schaden. Außerdem natürlich funktionieren all die Champions, die hier angeführt sind, Captain America Infinity War mit seinen Synergien. Löst er diese Debuffs aus und bekommt auch regelmäßig seinen Wutausbruch, wenn er im Prinzip eben ausweicht oder parried. Dasselbe gilt für Void, Spider-Ham, Luke Cage, Red Guardian, die unsichtbare Spider-Gwen und Wasp. Die bekommen ihre Debuffs, also beim Gegner, die gegnerischen Debuffs immer unterschiedlich, entweder mit Spezialfähigkeiten, schweren Attacken oder wie es bei der Unsichtbaren ist, mit dem rechtzeitigen Ausweichen. Ja, schauen wir dann gleich weiter zu der Tech-Klasse. Bei der Tech-Klasse ist es so, der Gegner heilt sich regelmäßig und deswegen braucht man entweder eine Heilungsblockade oder der Knoten gibt auch eine Heilblockade, wenn der Gegner einen Rüstungsdurchbruch hat. Jedes Mal, wenn die Heilung in irgendeiner Weise blockiert wird, bekommt man wieder den passiven Wutausbruch und erhöht seinen Schaden. Perfekt funktioniert da meiner Meinung nach Iron Man Infinity War, einfach eine Heavy-Attacke gesetzt, dann hat er einen Rüstungsdurchbruch und wenn der Gegner sich gerade heilt, auch die Heilblockade. Warlock, einfach ganz normal spielen, bekommt er die Heilblockade. Sentinel mit seiner Spezialfähigkeit 1 die Heilblockade, Punisher 2099 mit SK2 löst einen Rüstungsdurchbruch aus und außerdem bekommt man da auch die passive Heilblockade. Hulkbuster, alle Spezialfähigkeiten lösen Rüstungsdurchbruch aus und man kennt es ja, Spezialfähigkeit 2, Heavy Spam, Spezialfähigkeit 1 und dann ist der Gegner meistens schon weg. Yondu, Spezialfähigkeit 1 löst eine Heilblockade aus und wenn der Gegner sich gerade heilt, wenn du sie auslöst, dann wird die Dauer der Heilblockade verdoppelt. Red Skull löst eine Heilblockade aus, wenn er eine Heavy auslöst, während der Gegner gestunt ist. Also das gilt nur, wenn der Gegner gestunt ist. Und Doc Ock natürlich auch, durch das, wenn man blockt, bekommt der Gegner eine Heilblockade. Und mit Spezialfähigkeiten kann diese Heilblockade dann verlängert werden. Weiter zu den kosmischen Gems. Bei den kosmischen Gems ist es so, du löst einen passiven Wutausbruch aus, das wird aber nur ausgelöst, wenn der Gegner unter einem Rüstungsbrucheffekt leidet. Wenn er unter mehreren Rüstungsdurchbrüchen leidet, dann wird die Chance erhöht, dass du zu einem passiven Wutausbruch bekommst. Deswegen Call Obsidian, Heavy Attacke, Spammen und ja, man bekommt sehr schnell die Wut. Captain Marvel, binäre Ladungen sammeln und einfach richtig loslegen. Der kosmische Ghost Rider mit der schnellen Combo auf die SK2. Das ist einmal eine 5-Hit-Kombo mit am Ende einer mittleren Attacke. 2 Hits, 3 Hits ungefähr. Dann noch eine Kombo mit einer leichten Attacke am Ende. Dann Parry und sofort eine Heavy laden und die Spezialfähigkeit 2 auslösen.
Dadurch sollte man, wenn alles gut gelaufen ist, gleich mal 10 oder 12 Rüstungsdurchbrüche auf den Gegner haben und auch da ist der Kampf dann relativ schnell vorbei. Vision Arcus einfach in der Nähe bleiben, auf eine SK3 sparen, dann bekommt ihr die Aura permanent, also für eine gewisse Dauer und der Gegner bekommt die ganze Rüstungsdurchbrüche und man baut sich auch sehr schnell auf. Corvus ist meiner Meinung nach zwar gut, aber nicht perfekt für diesen Weg, weil beim Parry bekommt er nur einen Rüstungsbruch und die dauern nicht allzu lange an und darum wird es schwierig, dass man da mehrere Rüstungsdurchbrüche stapelt, aber nichtsdestotrotz, Corvus hat einfach mega Schaden. Annihilus einfach normal angreifen, geht auch sehr gut. Phoenix, Parry Heavy spielen, Silver Surfer mit Heavy Attacken und SK1 werden Rüstungsdurchbrüche ausgelöst. Und Terrax Steinaura einfach ausnutzen für weitere Rüstungsdurchbrüche. Und so kann man da sehr schnell die Wutausbrüche stapeln und den Schaden sehr erhöhen. Bei den Talent Champions ist es so, dass der Gegner eine 50% Chance, glaube ich, hat, dass er ausweicht. Und jedes Mal, wenn das Ausweichen verhindert wird, bekommt man einen Wutausbruch. Generell gilt, auf diesem Weg ist es, wenn der Gegner unter Schock oder Einäscherung leidet, dann wird das Ausweichen verhindert und man bekommt die passiven Wutausbrüche und muss sich um das gar keine Gedanken machen. Natürlich funktionieren aber auch Champions, die einfach generell das Ausweichen blockieren. Und da ist zum Beispiel Falcon eine ganz, ganz gute Option. Einfach zurückweichen, Block halten, bis Lock-On aktiviert ist und reingehen. Da wird der Schaden sehr schnell, sehr hoch und der Kampf wird nicht allzu lange dauern. Elder Bloodstone kann mit einer mittleren Attacke am Ende Einäschern auslösen, beziehungsweise wenn der Gegner einmal ausgewichen ist, mit der mittleren Attacke am Ende einen Kälteeinbruch, was auch das Ausweichen verhindert. Am besten ist da gleich am Anfang mal Parry, zwei Hits, einfach zwei Medium-Attacken, dann hat der eine schon drauf. Oder im späteren Verlauf, wenn er mal ausgewichen ist, auch einmal kurz zwei Medium-Hits, dann ist das Ausweichen verhindert. Black Widow Deadly Origins löst den Schockschaden aus, verhindert dadurch das Ausweichen. Mole Man unterdrückt das Ausweichen, solange er unter 10 Ladungen ist. Da muss man aber aufpassen, weil das ist, soweit ich weiß, derzeitig verbuggt und das funktioniert nur, solange er unter 5 Ladungen ist. Ich hoffe, da ist der Fix bald aktiv und dann kann auch Moleman sehr gut genutzt werden. Killmonger, wenn man da eine Spezialfähigkeit des Gegners sofort kontert, bekommt man einen Volltreffer-Effekt und dadurch wird das Ganze auch ganz gut verhindert, dass der Gegner ausweicht. Karnak durch Spezialfähigkeiten bekommt einen Volltreffer-Effekt und bei der Gwenpool kann man mit der SK1 die Einäscherung auslösen und die wird, solange der Gegner unter einem Blutrauscheffekt leidet, immer wieder reaktiviert. Schauen wir weiter zu den Mutanten. Bei den Mutanten ist es so, der Gegner hat eine 90%ige Chance, den erlittenen Schaden wieder zurückzuheilen. Also hat eine 20%ige Chance, 90% des Schadens wieder zu heilen. Das wird aber dann verhindert, wenn man selbst unter einem Heilungseffekt steht oder wenn natürlich die Heilung blockiert wird. Bei Treffern einer Superkraft bekommt man selber, also wenn man selber seine Superkraft auslöst, bekommt man bei Treffern eine Chance, einen Heilungsbuff für 10 Sekunden auszulösen. Das ist aber nur eine 30%ige Chance. Wenn man aber unter einem Tapferkeitseffekt steht, dann wird diese Chance auf 70% erhöht. Darum ist Professor X eine sehr, sehr gute Lösung. Seine Spezialfähigkeiten haben ein paar Hits, also da kann oft die Heilung des Gegners aktiviert werden, aber dadurch, dass man selber unter viele Tapferkeitsbuff steht, wird die Chance sehr hoch erhöht, dass man selber unter einem Heilungseffekt steht und dadurch wird das Ganze blockiert. Emma Frost hat auch die Tapferkeitsladungen, dadurch hat sie auch eine große Chance, die Heilung zu aktivieren. Gambit, einfach die Heavy auslösen, also die Heavy laden und dann Spezialfähigkeiten auslösen. Nemo funktioniert auch gut, weil jedes Mal, wenn ihr eine Spezialfähigkeit auslöst, heilt er auch selber. Also das passt auch ganz gut. Denn jedes Mal, wenn man sich eben selber heilt, wird ein Wutausbruch aktiviert.
Rogue, Spezialfähigkeit 1, funktioniert perfekt. Magneto, da funktionieren wieder beide. Heavys laden, Tapferkeitsbuffs sammeln und dann Spezialfähigkeiten auslösen. Und natürlich auch Wolverine und Wolverine Weapon X, die funktionieren auch ganz gut. Sabertooth würde prinzipiell auch funktionieren, aber den habe ich jetzt nicht hier auf dem Bild, weil die Heilung wird eigentlich nur ausgelöst, wenn er getroffen wird, und das wollen wir ja natürlich vermeiden. Schauen wir jetzt weiter zur letzten Klasse, das ist die mystische Klasse. Da ist es so, jedes Mal, wenn man einen Kraftbalken füllt, löst man einen Tapferkeitseffekt aus. Der ist aber nicht permanent, aber wenn man beim Gegner einen Buff auslöscht, dann werden alle derzeitigen Tapferkeitseffekte in einen permanenten, also in mehrere permanente Tapferkeitseffekte umgewandelt. Das kann man bis zu 5-mal stapeln. Hier in dieser Mission gibt es keine Wutausbrüche, hier wird das alles über die Tapferkeitsbuffs gemacht. Außerdem wird der Verteidiger alle 15 Sekunden unaufhaltsam für 5 Sekunden, das kann aber reduziert werden, weil mit jedem Tapferkeitsbuff, den man auf sich hat, wird die Dauer um 0,5 Sekunden reduziert. Aber man muss aufpassen, während der Gegner unaufhaltsam ist, ist das dann immun. Also ganz gut darauf achten. Am besten finde ich, Black Widow Clairvoyant funktioniert da top. Erst einmal, sie löscht die Buffs ganz gut aus und sie hat einfach ihre Heilung eingebaut. Symbiote Supreme funktioniert auch sehr gut, weil er sehr viele Buffs einfach schnell auslöscht und dadurch die Tapferkeitsbuff sehr gut in permanente Tapferkeitsbuffs umwandelt. Dr. Voodoo, Dr. Doom, brauche ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Scarlet Witch funktioniert auch noch ganz gut, weil sie ja gelegentlich mal die Kraft raubt und da kann man schneller die Tapferkeitsbuff bekommen. Ansonsten sind einfach noch Ghost Rider, auch mit der Heilung, The Hood und Magic. Einfach, weil sie auch eine gute Möglichkeit haben, Buffs auszulöschen und dadurch schnell auf die permanenten Ladungen zu kommen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen einen Einblick gegeben, welche Champions ihr vielleicht da verwenden könnt und vielleicht war ja der eine oder andere dabei, den ihr noch nicht auf dem Radar hattet. Wenn ja, liked das Video, abonniert den Kanal und wenn euch noch andere einfallen, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.